Was ist hier los? Die Mauerbrecherin. Jackers Bruder ist auf Selbstmordmission. Er schafft den Aufstieg. Ich weiß es. Wohl kaum. Mein Bruder Pento ist zum Marsch der Zehn aufgebrochen. Für das Soldatenzeichen. Sie müssten längst fertig sein. Aber er ist noch nicht zurück. Jekka, Litaka, los zum Training. Dein Bruder hätte bei seinen Putzlappen bleiben sollen. Würdest du mal beim Marsch nachsehen? Der Truppführer würde mich umbringen, wenn ich gehe. Und es soll niemand glauben, dass ich meinem Bruder den Aufstieg nicht zutraue. Denn das stimmt nicht. Verstehe. Der Weg ist deutlich markiert. Gleich am Wasserfall westlich von hier. Wenn ich hinkomme, werde ich nachsehen. Vielen Dank. Das machen wir. Nicht trödeln, Soldatin! Ich komme! Pento, sei bitte in Sicherheit. Bestimmt, denen geht's bestimmt gut. So, dann haben wir noch eine Queste. Und die ziehen wir als auch. Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regala tun. Müssen wir. Oh, ein Trüchen, das nehme ich. Wir brauchen Krieger. Er hat sein Quietscheentchen mitgebracht. Das soll in der Badewanne bleiben, Mann. Mein Rucksack ist voll. Ich pack's in den Vorrat. Mach das, ey. Oh, wir hatten ja vorhin was gefuttert, ne? Vielleicht können wir uns was Neues holen. Uns fehlt Kaltwasserfisch. Aha. Schade. Gebirgspfadbrot. Berittene Verteidigung. Oh, brauche ich nicht. Na dann. Ich gebe mein Bestes, um Kunden Glück. Jo, mach mal weiter. Tschüss. Geht's endlich weiter. So, was haben wir jetzt hier noch? Die Kote sollte wohl besser aufpassen, was er sagt. Warum? Weil er ein Lügner und ein Feigling ist? Deswegen? Ja, das glaube ich auch. Sag, was du denn? Hast du Wenn wir unsere Ehre wiederherstellen wollen, müssen wir das im Kampf gegen Regala tun. Dass sie mir alle immer ins Ohr schreien müssen. So. Picaro muss diese Marschelle dringend wollen, wenn er sogar das Bollwerk dafür opfern würde. Ja, ja. Bist du Kaplanin Gera? Cotallo sagte, ich sollte dich fragen, ob du Hilfe brauchst. Dreist, Mauerbrecherin. Tecote ist stolz, unter dem Staub des Bollwerks zu begraben. Ich hab nur... Ganz ruhig. Viele im Clan stimmen dir zu. Und Marschall Cotallo hat dich zurecht zu mir geschickt. Da ist etwas, bei dem du helfen kannst. Ein paar Soldaten sind ihm zur Gesandtschaft in Fahrlicht gefolgt. Entgegen Tecotes Befehlen. Ja. Ich weiß, dass Cotallo zuletzt ankam, mit nur wenigen Vertretern des Himmelsklans. Als die Soldaten zurückkehrten, stellte Tecote sie zu einem alten Wachturm ab. Einen, den wir den Maschinen überlassen hatten. Er bestand aus Kriegsgründen darauf, ihn wieder einzunehmen. Doch diese Soldaten dienen da draußen niemandem. Wenn sie jedoch auf Anfrage von Hekaros Streiterin zurückkehrten, Tecote hätte dann keinen Rückhalt, das zu verweigern. Vor allem, wenn ihre Kaplanin ihre Rückkehr unterstützt. Ein paar Soldaten zurückzurufen, um Tecote eine zu verpassen? Klingt doch ganz leicht. Geh zu den Kalten Kaupen, einem Flussgebiet im Westen. Der Wachturm steht bei den Wasserfällen. Sprich dort mit Kiva, der Truppführerin. Viel Glück. Das kriegen wir hin. So, dann würde ich sagen, ab nach unten, wie du es schon erwähnt hast, Aloy. Schön, schön, schön. Sehr gut. So, dann gucken wir mal eben. Was haben wir denn so an Quests? Was bist du denn? Was ist denn jetzt gerade aktiv? Marsch eines Soldaten, versunkene Hoffnung. Das machen wir gleich. Aktion und Reaktion. Die Tenak-Truppen wurden von Tecote als Strafe für einen ungehorsamen und gefährlichen alten Wachturm positioniert. Okay, das sind Aufträge. Der erste Flug. Die Flügel der Zehen abschließen. Ist das eine Hauptquest? Keine Ahnung. Okay. Dann... Guck mal hier, 266 scheint sehr nah zu sein. 266 Schritte entfernt, dann machen wir das mal.
Pento möchte seinen Mut bei einer Prüfung namens Marsch der Zehen beweisen, aber die schwierige Herausforderung könnte zu viel für ihn sein. Das machen wir. 266 Meter kriegen wir hin. Wo ist das? In diese Richtung. Alles klar, dann können wir auch gleich beim Lagerfeuer speichern. Können nochmal kurz hier einen Abstecher machen. Nice. Ist ja alles auf dem Weg. Schön. Und in der Zeit gucken wir uns mal diese schöne Landschaft an, die echt kalt ist. Ey, Leute, können wir denn nicht irgendwie dicke Sachen anziehen? Ach, Mann. Das kann ich ja kaum mit ansehen, ey. Du kriegst doch bestimmt Nierenschaden. Muss doch kalt sein. Die Arme. Aber gut, die Leute sind hier auch alle echt hart. Hart im Leben. Mal kurz gucken. Da ist ein Weg. Den nehmen wir mal. Gibt's hier Fische? Sieht nicht danach aus. Lagerfeuer entdeckt. Oh, erstmal im Lagerfeuer wärmen hier. Hoi. Oh, mal richtig speichern. Haben auch schon lange nicht mehr gemacht. Jawollo, bitte. Sehr gut. Das Bollwerk. Was haben wir da? Stürme. Gucken wir uns mal da oben um, mal schauen, was das ist. Weg können wir mal wieder unsere Heilkräfte auffüllen. Ist gar nicht mal so schlecht. Oh, da sieht's aus, als ob es da Fische gibt, ne? Oder? Was? So, eine Ziege. Oder ein Schaf. Würde ich sagen, gehen wir mal da hoch. Alter, wie kommen wir? Was? Was hat uns denn da entdeckt? Da war ein gelbes Dings über dem Kopf. Wow. So. Das ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer da oben. Unterschlupf. Ja, nice. Cool. Hier sind. Und eine Werkbank. Das ist nice, denn ich wollte mal gucken. Outfit. Nee. Ich dachte, mit dem Horn, also mit dem von dem Mammutvieh, könnten wir mal was machen. Ich mag den Bogen eigentlich gar nicht. Benutze den echt ungern. Den Scharfschussbogen. Den könnten wir ja mal aufwerten. Solange wir die Materialien dafür haben, ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Aber siehst du, und hier war es das auch schon. Oh, den Seilwerfer, den grade ich sehr gerne ab. Elementarkrallenschreiterbeutelgewebe. Na dann, Frostjäger benutze ich aktuell nicht und den Rest benutze ich, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Okay. Ach, der ist voll. Ah, und wir könnten mal hier Dings reinmachen, weil das habe ich auch noch gar nicht. Mal ein bisschen craften hier. Genau. Nee, nicht ablegen. Das hier, eine Spule hinzufügen. Für Feuer wäre gar nicht so schlecht. Dann haben wir nämlich Waffe mit Spulen verbessert. Errungenschaft freigeschalten. Schön. Okay. Dann, wo haben wir noch Platz? Da nicht, da auch nicht. Hier hätten wir noch Platz drin. Frost. Da guck mal, Frost haben wir. Ah, ne, wir hatten da eine blaue. Mann! Frostschaden 12. Komm, das ist doch sinnvoll. Nice. Und was haben wir noch? Das war's, glaube ich. Mehr können wir nicht platzieren. Nennen. Okay. Outfits können wir auch nicht. Streitfiguren. Ach ja, hier. Fernangriffe treffen dein Ziel und jegliche Maschinen auf angrenzenden Feldern. Schön. Verwüster hat sich echt gelohnt. Oh, was haben wir denn hier? Achso, Himmelsklanzeichen. Ja, haben wir auch. Sehr schön.
Okay. Wie sieht's denn? Ach, Biografie, ja. Ach, ja, nee, lass mal. Ich habe jetzt gerade nach den Fights und so, ich würde gerne mal ein bisschen in der Geschichte weiterkommen langsam, weil... Oh, die haben jetzt gerade sehr viel, waren jetzt sehr viel stuck mit dem Fight und so. Und ich würde gerne ein bisschen Story noch erleben. Sag mal, hier so mit dem Geröll sieht auch so ein bisschen aus, als ob das da einen Erdrutsch gab, ne? Da habe ich gar nicht geguckt, ob man da hoch kann. Komm, die schauen einfach mal. Sorry, aber no sorry. So. Sorry, but no sorry. Einmal ganz kurz. Jawohl. Oh, okay. Ja, und hoch. Nice. Einmal gucken, was es hier so gibt. Oh, es wird irgendwie so still gerade. Vielleicht gibt es hier ja ein Sekret oder so. Ich bin ja immer gewillt. Immer gewillt, solche Sachen zu entdecken. Ah, ich glaube, hier gibt es einfach nichts. Halt. Ah, Spielbereich. Okay. Wir können aber da hochklettern. Okay, ja, gut. Dann gehen wir nicht weiter. Gut. Dann machen wir mal den... machen wir mal einen Abflug. Ah, schön. Ich wünschte, sowas würde es wirklich geben, so ein Ding. Das wäre cool. Oh, da hinten ist ein Turm. Ach, da müssen wir hin, zu dem Turm, zu dem Wachposten. Ja, nice. Dann wissen wir ja, wo wir hin müssen. Gehen wir querbeet, ich würde sagen, oder? Oh, hallo? Oh, sind das Fische, die man sammeln kann? Nein. Gibt es die Fische, die man sammeln kann? Sieht nach ruhigem Gewässer aus, deswegen. Aber wir sind nämlich noch so komische Lachsfilet-Dinger sammeln. Eine Ratte. Da kriegt man nur Fleisch von, ne? Ah. Da kriegt man von den Viechern, glaube ich, nicht. Sind das Feinde? Nö. Sieht nicht danach aus. Wer ist denn das? Okay, kein interessanter anscheinend. Aber die Kisten nehme ich trotzdem, ne? Ihr braucht den Loot ja nicht. Ihr seid ja stark genug. Ihr braucht diese unnötigen Güter nicht. Aber wo muss ich denn hin? Da links hoch. Ah, da hoch muss ich. Ah. Ich dachte, wir müssen zu dem Wachposten, aber wir müssen ja den Jungen, nach dem Jungen schauen. So. Den Markierungen nach muss die Kletterprüfung, die Jacka meinte, in der Nähe sein. Ich sollte nach ihrem Bruder sehen, wo ich hier bin. Okay. Ah, da sind die Markierungen. Easy going. Warte, ist sie... Sie ergibt eine kräftige Farbe. So wie der Wind zugenommen hat, steht uns eine Lawine bevor. Okay. Meinst du? Diese Tenakt sehen verletzt aus. Was ist passiert? Ich guck mal, was passiert ist. Hi, Leute. Sieht aus, als ob die Person hier verantwortlich ist. Ich sollte mit dir sprechen. Ja, aber ich guck erstmal, ob ihr... Guck mal, unnötiger Loot, den braucht ihr nicht. Ach, ein Ring. Was wollt ihr mit so einem Schmand? Schmand? Schnöden Tant, meine ich. Der Schnee schmilzt auf meiner Kleidung. Toll. War das jetzt ironisches Toll? Mauerbrecherin, wenn du den Marsch der Zehn sehen willst, dann hast du Pech. Eigentlich suche ich nach einem gewissen Pento. Pento? Der arme Kerl war schon vor dem Sturm so gut wie tot. Du gehst zu weit, Soldat. Wovon redet er? Der Junge, den du suchst, ist noch auf dem Berg, zusammen mit zwei anderen.
Pento kletterte als einziger entgegen der Tradition, ohne Partner. Sieht schlecht für ihn aus. Und so leid's mir tut, so war es von Anfang an. Was das Leben als Tenakt angeht, kriegt ihr nicht besonders viel hin. Und jetzt? Wollt ihr einfach hier warten? Solltet ihr nicht Hilfe holen? In diesem Sturm jemanden zu finden, ist unmöglich. Die drei sind jetzt dem Berg ausgeliefert. Das werden wir sehen. Aber zuerst noch ein paar Fragen. Wieso ist jeder sicher, dass dieser Pento den Aufstieg nicht schafft? Wir sind ein Soldatenvolk. Wir schätzen Stärke und Gewandtheit. Pento hat keins davon. Hatte er nie. Von klein auf war er nur zum Putzdienst eingeteilt. Und dann bricht er völlig alleine zu unserer schwierigsten Clanprüfung auf. Und ihr haltet ihn für verrückt? Ich mag dieses Wort nicht. Als ich eine Frauenrüstung anlegte, nannte man mich auch verrückt. Ich schätze, dass Pento sich einfach nur beweisen will. Zeigen, wer er wirklich ist. Ich verstehe das. Glaub mir. Aber dieser Aufstieg ist höllisch, selbst ohne Sturm. Ich war schon kurz verwirrt, um ehrlich zu sein. Denn, ich dachte auch, dass das erst eine Frau ist, bevor wir mit dem gequatscht haben. Aber ich bin positiv überrascht, dass die Crossdressing-Referenzen, also was heißt Referenzen, also so Crossdresser eingebaut haben. Finde ich irgendwie cool. Ich hoffe, dass er uns noch erklärt, warum. Ob es jetzt einfach nur modische Gründe hat oder weil er, weiß ich nicht, tiefere Beweggründe hat. Würde ich echt gerne wissen. Finde ich mega. Cool. Was ist dieser Marsch, den du erwähnt hast? Einer der schwierigsten Berghänge im gesamten Himmelsklan-Gebiet. Es heißt, die Zehn hätten den Berg im Krieg gegen die Maschinen paarweise bestiegen. Wir versuchen immer zu zweit, das Soldatenzeichen zu erlangen, indem wir den Spuren der Alten folgen und die Blutkrone pflücken. Eine Blume, die auf dem Gipfel wächst. Alle bis auf Pento. Er wollte unbedingt allein klettern. Du meinst, niemand wollte mit ihm klettern? Ich wollte ihn aufhalten. Aber es verstieß gegen keine Regel, also ließ ich ihn ziehen. Kommt mir bekannt vor. Die Nora haben ein ähnliches Ritual. Mich wollte auch niemand dabei haben. Deren Pech nehme ich an. Ja. Na dann, vielleicht finden wir ihn ja. Ich könnte versuchen, dem Bergpfad zu folgen. Vielleicht finde ich Pento. Du sagtest, noch zwei andere Kletterer werden vermisst. Nur einer. Die andere ist schon hier. Sika. Rocco und ich. Wir waren beim Abstieg. Da kam eine Lawine. Wir wurden getrennt. Ich konnte nicht sehen. Jemand muss da hochgehen. Man sieht im Sturm kaum die eigenen Füße. Das brauche ich auch nicht. Ich komme wieder. Bist du verletzt? Wenn der Sturm zu heftig wird, kann ich die Kletterer immer noch mit meinem Fokus suchen. Ich folge den Markierungen. Sie führen mich zum Start. Ja, machen wir. Ich würde gerne erst die Unterhaltung zwischen den beiden vielleicht mithören. Ich kenne deinen Plan nicht, so. Mauerbrecherin. Aber ein Aufstieg wäre Selbstmord. Das wollte ich jetzt so nicht. Ich muss los. Ich muss aufbrechen. Sei bitte nicht zu leichtsinnig, Mauerbrecherin. Das wird schon. So, wo müssen wir jetzt hin? Da lang wahrscheinlich. Eieiei. Und auf dem Weg pflücken wir noch ein paar Blümchen. Ach, das sieht so cool aus mit den Eiszapfen hier und so. Oh, ey. Das Game ist wirklich wunderschön. Hallo, Ziege. Ich schneide dich auf und leg mich in dich rein. Dann ist es schön warm. Macht eine Taube hier oben. Gehört hier aber nicht hin. Oh, hallo, Kistchen. Oh, eine Eule. Das ist eine Schneeeule. Hedwig! Hedwig, ich stopp dich aus und nimm dich mit nach Hause. Was? Oh, noch eine Kiste. Hallöchen. Dich vermisst keiner, das glaube ich. Ach, diese arme Kiste, die war so lange alleine. Jetzt hat er endlich mal jemanden, der ihn wertschätzt.
Ah, das nehme ich gerne. Das nehme ich gerne. Ah, explosiver Schlamm. Den motze ich mir. Ach, der Schnee, der sieht so cool aus einfach. So, nun. Was sagt denn die Mappe eigentlich? Ah, okay. Gut. Markierungen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Markierung? Wo denn? Ich sehe nur eine Kiste. Ist das eine Markierung? Hä? Sieht irgendeiner von euch eine Markierung? Ich sehe keinen. I don't know. Ich sehe nur den Trampelpfad hier. Ihr wollt kämpfen? Was? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Unscharf. Entzückende, unsichtbare Tötungsmaschinen. Dieser Tenakt braucht Hilfe. Au, 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 hör mal auf. Komm schon. Noch einer. Jo. Wer immer du bist, danke für die Hilfe. Mann! Entschuldigung. Du musst mich nicht so angucken mehr. Ich hab nur genießt. Entschuldige, dass ich dich erschreckt habe. So. Abu Weiß? Dinge? Läuft es kalt den Rücken runter. Jetzt habe ich Angst. Was, Blackie? Was? Ich bin doch voll nett. Ja, ich quatsch gleich mit dir. Ich brauche erst Loot. Bevor es jetzt hier weitergeht. Was haben wir hier? Schön, ein Klangspiel. So, wo ist denn der Dude jetzt hier? Da, komm her. Alles okay? Nicht wirklich, aber geht schon. Deine Kletterpartnerin, sie sagte, eine Lawine hätte euch getrennt? Meine Partnerin? Ja, die Lawine hat uns überrumpelt. Hat mich einfach mitgerissen. Ich dachte, das war's. Dann packte mich jemand und zog mich heraus. Es war Pento. Er riskierte sein Leben für mich. Hast du gesehen, wohin er ging? Auf die Klippe hinter dir. Er wollte den Aufstieg vollenden. Ich sagte ihm, das ist Selbstmord. Er war unbeirrbar. Schaffst du es allein bis nach unten? Ja. Du folgst ihm doch nicht etwa, oder? Geh. Geh zu Vekata, bevor der Sturm noch schlimmer wird. Mögen die 10 mit dir sein. Eieiei. Ich muss Pento finden, bevor ihm etwas zustößt. Ja, aber warte mal. Wir haben nicht genug Holz. 2000 Stück reichen nicht im Inventar. Im Lager. Haben wir noch irgendwo HP-Dinger hier? So ein paar Beeren? Das sind keine... Was sind wir denn da? Textdatenpunkte nehmen Quests. Was? Captain Suero A. Datenbeschädigung minimal. 12. Mai 2037. Captain Suero JTF-10. Drittes Geschwader. Wann zum Teufel haben die Feds beschlossen, diese G-Syn-Schrotthaufen mit scharfer Munition auszustatten? Sie haben wohl erkannt, dass ihre nicht tödliche Lösung überhaupt nichts löst. Hodgkins glaubt, er kann weiter oben auf den Berg ein Signal kriegen, Verstärkung rufen. Wenn die Feds mit harten Bandagen kämpfen wollen, kriegen die Drohnen von der JTF ein Feuerwerk wie am 4. Juli.
Sein Bein sieht allerdings übel aus. Es wird schwierig werden, ihn den Berg hochzukriegen. Ich finde, ein krasser Dude der 10 sollte auch eine tiefe, merkwürdige Stimme bekommen. Okay. So viel dazu. Was ist das? Pyrrhischer Pfeilgewehr. Ja, braucht man nicht. Okay. Ein bisschen Leben wäre ganz nett. Wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Da lang. Hochklettern. Okay. Ich guck mal eben, ob hier irgendwo ein paar Berries sind. Ein paar Berry Whites. Wo ist denn jetzt das Kletterdings gewesen? Da. Na dann. Die mal links und rechts hüpft, voll unnütz. Und hüpf. Jawohl. Bestimmt kann mir mein Fokus Pentos Spur zeigen. Ja, bestimmt. Oder die tote Ziege. Vielleicht auch. Eventuell auch die tote Ziege. Boah. Der Schnee hat Kälte mitgebracht. Was? Der Mikrofoneffekt. Ich lach mich schlapp, Abu. Es gibt einen Grund, warum ich sehr gerne zu dieser bekloppten Truppe hier gehöre. Du bist unser Anführer. Was? Ich bin voll normal. Alle anderen sind durchgedreht, bekloppt und irre. Ich hab damit nichts zu tun. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich vermute. Oh, da ist auch noch was. Das müssen Pentos Spuren sein. Offenbar hat die Lawine große Teile des Kletterpfads zerstört. Ja, aber da ist eine Kiste. Warte mal. Ja, damit. So, wo? Gib mir. Ach, das sind die Spuren. Okay, jetzt sehe ich's. Oh. Hallöchen. Ein Streamer, normal. Der vermisste Soldat muss hier hochgeklettert sein. Meinst du? Wer hätte das gedacht? Das ist der einzige Weg, der irgendwo hinfährt. Hinfährt, vor allem hingeht. Ein Färber kann das gebrauchen. Pento kam hier vorbei. Der Pfad muss nach ihm eingestürzt sein. Vielleicht kann ich hinübergleiten. Wohin denn? Wohin denn gleiten? Dahin? Keine Ahnung, wohin. Jo. Ich muss über den Graben hinweg. Welcher Graben? Ich sehe nicht mal was. Wollt ihr mich verarschen? Oder welchen? Ach, dahin. Jetzt sehe ich das. Da drüben. Da diese... Nee. Achso, nee. Hä? Ich dachte, ich muss an diese Holzdinger. Wo soll ich denn hin? Ich nehme an, ich muss darüber. Wie war sonst nochmal? Schön geleiten. Hier, ne? Geschafft. Ja, okay. Doch. Jetzt müsste ich Pentos Spur wiederfinden können. Hätte man ein bisschen deutlicher machen können. Game Designer, schämt euch. Oh. Aus dem Weg! Hoffentlich ist das Pento. Sieht aus, als bräuchte er Hilfe. Ah. Ich glaube, der überlebt das schon. Oh, haben die uns entdeckt? Das sind drei. Okay, einer ist schon mal down, das war schon mal. Ah, komm schon.
Boah, was? Was hat mich denn da jetzt getroffen? Oh, Alter. Okay. Hier rumzuhüpfen. Ich treffe das Vieh einfach nicht. Mann! Noch ein noch. Okay, er ist da. Sehr schön. Ui. Das war jetzt aber auch ein bisschen. Uff. Was? Warte mal, bevor ich jetzt hier dich vollquatsche. Du mich vollquatscht. Wo ist denn dieses Kackding, das uns jetzt hier gerade. Das hier, ne? Nee. Das hier. So. Das war's. Ist hier nur eins? War noch irgendwas? Also der Busch. Schön, schön, schön. Jackie, Hallöchen. Geht voll ab, aber so was von. Du hast nur bis Sonntag Internet? Was heißt das? Wieso denn nur bis Sonntag? Machen wir weiter. Legen wir los. So, ein paar Ästchen noch mitnehmen. Hier ist noch ein Kistchen. Nee, was ist das? Kühlsaft. Ja, kann man immer gebrauchen. Sprungschläger. Jawollo. Oh, Leben. Damit nice. Kann ich meinen Beutel auffüllen. Sagte sie, währenddessen sie das Känguru-Kind geplündert. Robo-Känguru geplündert hat. Entschuldigung. Ja, chill mal. Ich muss erst looten. Warte mal. Loot geht vor. Loot ist wichtiger als dein Leben. So. Hallo, schönen guten Tag. Wer bist du? Pento? Kennen wir uns? Vikata schickt mich. Wir müssen vom Berg runter, sofort. Nein. Ich kehre nicht zurück als Versager. Ich hole mir diese Blume um jeden Preis. Hör zu. Ich weiß, wie es ist, wenn ein Stamm dich verachtet, aber... Dann verstehst du ja, wieso ich entweder den Gipfel erreichen oder dabei sterben will. Vielen Dank. Was machst du da? Der Aufstieg soll doch zu zweit bestritten werden, oder? Ich bin deine Partnerin. Ich folge dir nach. Nimm ein paar davon. Sieht aus, als ob der Pfad hier weitergeht. Oh, okay. Hey, ich habe noch Munition. Ja, her damit. Hast du noch mehr? Boah, ich warte mal noch einen Moment, vielleicht hat er ja noch was. Hast du noch was? Hast du noch Loot für mich? Ah, nee. Dreht mir den Rücken zu und geht. Ist ja unfair. Okay. Dann würde ich jetzt sagen, wo müssen wir denn hin? Da lang. Okay. Ach, das hier ist diese Markierung. Jetzt habe ich es gecheckt. Du kennst meinen Namen, aber ich nicht deinen. Ich bin Aloy. Willst du dich wirklich mit dem größten Versager des Bollwerks einlassen, Aloy? Ich mache mir gern selbst ein Bild von Menschen.
Weißt du, nicht jeder wird mit einem Schwert in der Hand geboren. Doch offenbar muss man das, um ein... Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht nur der Wind. Hoffentlich. Ich hasse es, wenn Gespräche unterbrochen werden. Wenn man zu schnell vorankommt. Ah, oh, das hätten sie besser skripten sollen. Egal. Oh, da drüben ist noch was versteckt. Sackgasse. Da ist noch ein Kletterhaken vom ursprünglichen Pfad. Ist aber leider keine große Hilfe. Tut mir leid. Okay. Das war unglaublich! Ich fälle diesen Baum! Dann erreichen wir den Kletterpfad! Habe ich absolut nichts dagegen. Jo, aber erstmal Dinge machen. Warte mal einen Moment. Protokoll. Oh, Captain Tsuhiro wieder. Ihr wisst, was kommt. Datenbeschädigung minimal. 12. Mai 2037. Captain Tsuhiro, JTF-10, drittes Geschwader. Ich muss kurz verschnaufen. Hodgins hat starke Schmerzen. Wir kriegen immer noch kein Signal. Die Drohnen des Fettdämmel. Ah, diese Schmerzen. Die Drohnen der Fetts kreisen über uns. Hoffentlich gibt die Bäume. Hoffentlich geben die Bäume uns etwas Deckung. Wir müssen weiter klettern. Oh, diese Schmerzen. Ich verlese mich nicht oder verschreibe mich nicht. Ich habe nur Schmerzen. Ich habe Hodgins gesagt, er soll mich bloß nicht im Stich lassen. Um ihn zu motivieren, habe ich ihm mit ihm gewettet. $1,000, dass seine geliebten Wayfarers das Spielleuteamt verlieren. Sie sind der haushohe Favorit. Er muss es also nur noch nach oben schaffen und kann den Rest seines Lebens über mich herziehen. Das sollte ihn, ihn bei der Stange halten. Okay. Gut. Ich hab mich natürlich nicht, also der hat sich nicht verlesen oder so, sondern der musste husten, Entschuldigung. Ja. Okay, Baumfällen. Auf geht's. Alter, wie stark die ist, ne? Wahnsinn. Komm rüber, Bursche. Auf geht's. Hallo. Kommst du? Na dann nicht. Oh, eine Kiste. Hallöchen. Hä? Okay, und jetzt? Also muss ich doch wieder zurück, oder was? Und nun? Du bist zurück. Wir müssen doch noch auf den Berg klettern. Wir sollten von dem Baum aus auf den Kletterpfad springen können. Wow, ich verstehe. Was gefunden? Du bist ja für alles ausgerüstet. Danke. Wo sind wir? Klettern wir mal los. Komm ran. Taste. Jawollo. Gut gemacht. Nicht sterben, bitte. Oh, unnötig. Aber was war das für ein Gesicht? So ein Sturmwind habe ich noch nie gehört. Fast geschafft. Das ist doch ein Sturmvogel. Das rieche ich doch. Irgendein Monster ist es. Na, geht doch. Unfassbar, wir haben es geschafft. Machen wir uns zum Gipfel auf. Da war ein Frosthabicht. Da hinten leuchtet. Ah, what? Das fehlt uns noch. Die erledigen wir. Na los! Wohin? Feuer. Sehr gut. Bär oder sowas, ne?
Heilige. Mist. Jawollo. Sieh dir die Flammen an. Alter, was ist das? Yeti. Ah, das ist ein Gorilla. Das ist gar kein Bär. Das ist ein Gorilla, oder? Yo. Ja, haha, Witzbold. Sehr gut. Ui. Hat er mir nicht gerade welche zugeworfen? Da oben. Aber falsche. Toll. Erstmal kurz herstellen. Eieieiei. Der ist gleich down. Schon, der braucht nur, der ist One-Hit, Alter. Nur halt an der richtigen Stelle. Oh. Geschafft. Komm, hier lang, Aloy. Warte! Okay. Das ist nicht so einfach, Yoshi. Ich guck gleich mal. Sekunde. Ich guck gleich mal. Okay. Ja, was ein Fight. Heilige. Puh.